Peter Wurm von der FPÖ ist der vorletzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Ja, danke, Herr Präsident, Frau Minister. Ich habe im Herbst letzten Jahres zwei Anfragen gerichtet zum Thema Genlachs. Einmal an den vorgeblichen Konsumentenschutzminister Rudi Hunsdorfer, der sich jetzt in den Präsidentschaftswahlkampf verabschiedet hat. Erwartungsgemäß war seine Anfragebeantwortung sehr dürftig. Er ist nicht zuständig, er weiß nichts. Sie, Frau Minister, haben ein bisschen mehr geantwortet, allerdings auch sehr nebulös, sage ich einmal. Ein Satz, den möchte ich Ihnen kurz vorlesen. Grundsätzlich ist vor einer Marktzulassung dieses Produktes in der EU die Beantragung desselben gemäß VO 1829 notwendig. Kommen wir zur Wahrheit. Der Kollege von den Grünen hat es bereits erwähnt. Amerika hat keine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Das heißt, der Lachs, der aus den USA über Kanada nach Österreich kommt und jetzt vielleicht schon in den Regalen liegt, wird natürlich nicht überprüft. Kein Mensch überprüft das. Es muss ja auch keiner kennzeichnen. Und der Importeur von den USA oder Kanada weiß es ja selbst nicht. Also wie kann er dann dem europäischen Kunden das mitteilen? Das ist die Wahrheit. Und das heißt, die Realität hat uns mittlerweile längst überholt, längst überrollt. Und da brauchen wir noch gar nicht TTIP. Mit TTIP wird es natürlich noch einmal eine Stufe schlimmer, das wissen wir alle, oder zumindest die, die sich informieren. Und da war auch ein Thema, aus der Presse mussten wir Parlamentarier erfahren, dass anscheinend im Wirtschaftsministerium beim Herrn Mitterlehner ein Lesezimmer eingerichtet wurde, wo Parlamentarier hingehen können und die TTIP-Unterlagen durchlesen dürfen. Also da sind sehr, sehr viele Fragen. Ist das auf Deutsch, auf Englisch? Kann ich jeden Tag hingehen? Warum im Ministerium, warum nicht hier im Parlament? Also alles Fragen zu TTIP, die natürlich nicht beantwortet werden. Und ich sage es noch einmal, CETA ist im Prinzip eigentlich schon im Anmarsch. TTIP wird wahrscheinlich auch so kommen, wie es die Konzerne wollen. Und bitte verkaufen Sie die Österreicher nicht für dumm und die Europäer. Es gibt diese Garantie nicht, kein Mensch überprüft das. Der Lachs ist nur die Vorstufe. Selbstverständlich werden andere Lebensmittel kommen. Und ich mache heute eine Prophezeiung aus Erfahrung heraus. Diese unfähige Regierung in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union wird auch hier bei TTIP versagen, zum Schaden der Konsumenten in Österreich und in Europa. Danke.